Moin zusammen, es ist wieder Montag und ein vorletztes Mal heißt es deshalb heute willkommen beim OER-Count Making and Do It Yourself. Heute steht der Lasercutter im Mittelpunkt. Wir hatten in den letzten Wochen schon einiges über 3D-Druck gehört und auch die Konstruktionen und CAD-Software behandelt. Aber heute kommen wir nochmal auf ein Gerät, was jetzt nicht additiv ist, sondern subtraktiv, also Material abträgt statt aufträgt. Und das ist der Lasercutter. Der ist bei uns im FabLab Lübeck tatsächlich das beliebteste Gerät und auch das Gerät mit den allermeisten Einweisungen, die wir bei uns verzeichnen konnten, hat einfach den Grund, dass es sehr, sehr gut für Anfänger geeignet ist und man sehr schnelle Resultate hat. Wenn ihr vielleicht schon mal 3D gedruckt habt, wisst ihr, dass man da dann auch etwas Zeit mitbringen muss und bis man seinen Prototypen dann in der Hand hält, vielleicht auch mal den Drucker über Nacht laufen lassen muss. Beim Lasercutter ist das anders. Da sind es meistens wenige Minuten bis maximal eine Stunde bei wirklich großen Projekten, bis man sein Resultat wirklich in der Hand hat. Damit ihr euch vorstellen könnt, was man mit einem Lasercutter alles machen kann, habe ich euch einfach mal einige Exponate mitgebracht. Also heute keine Bilder von den Exponaten, sondern die tatsächlich ganz, ganz live hier. Fangen wir einmal an bei ganz normalen Boxen. Der Lasercutter kann zweidimensionale Schnitte machen, zum Beispiel auf Holz oder Acrylglas. Aber damit kann man dann natürlich auch 3D-Objekte fertigen, indem man zum Beispiel hier solche Steckmechanismen oder Stecknasen reinlasert und die dann zusammensteckt. Das hier ist jetzt einfach ein Case mit einer kleinen LED. Leuchten kann sie auch. Ist also für alle möglichen Casings, sei es Arduino-PC-Gehäuse oder einfach, wie gesagt, so ein kleines Casing für seine Elektroschaltung eigentlich immer ganz gut. Hier zum Beispiel habe ich bei mir in der Schublade so eine Batteriebox einfach gelasert und dann mit Beize angemalt, dass das alles ein bisschen ja, zusammenbleibt. Was es auch gibt, sind Programme, die ein 3D-Objekt in 2D-Steckbilder umwandeln. Da habe ich hier zum Beispiel einmal ein Beispiel. Das ist ein Einhorn, wie man sehen kann. Ist leider schon der Schweif abgebrochen. Das ist im Nachhinein dann auch lackiert, aber das war ein 3D-Objekt, was eben in diese 2D-Teile gesliced wurde. Die wurden dann zusammengesteckt, sodass man am Ende wieder diese Form von seinem 3D-Modell, was man vorher konstruiert hat, hat. Okay. Das geht natürlich beliebig komplex. Hier, einige von euch kennen das vielleicht schon aus der Telegram-Gruppe, die begleitend zu diesem Seminar offen ist. Das hier ist so ein kleiner Zug, der von einem Maker frei zur Verfügung zum Nachbau gestellt wurde. Es sind diese Teile hier zum Beispiel auch, muss einmal hier, genau, sind beweglich, kommt auch alles aus dem Lasercutter und ist dann zusammengesteckt. Also man kann da auch maximal eskalieren. Es muss nicht immer nur einfach nur ein kleines 2D-Gehäuse sein, aber in der Regel, keine Angst, man fängt natürlich mit den 2D-Gehäusen an. Ja, was ebenfalls möglich ist, sind hier, also wir haben ja Holz, das ist ein recht also festes Material. Das heißt, wir können es zusammenklippen, aber wenn wir jetzt hier solche Rillen reinlasern, man sieht die vielleicht, wird das Holz auf einmal biegbar. Das ist einfach eine 3 mm Pappe, die wir mit diesem Biegemuster belasert haben und man sieht, das ist schon ganz schön flexibel und dann kann man beispielsweise auch Stehordner oder Schnellhefter aus dem Lasercutter fertigen oder alle möglichen Boxen. Da gibt es Dutzende Anleitungen im Internet. Schaut euch da einfach mal um. Ein Beispiel aus Acrylglas haben wir zum Beispiel hier. Das hatten wir mal zum Geburtstag des Repair-Cafés bei uns gelasert. Und das Schöne an Acrylglas ist, wenn man hier unten ein Licht reinhält, sieht man, dass diese Gravuren das Licht brechen und dann entsprechend auch leuchten. Also da lassen sich auch sehr, sehr schöne Sachen mitmachen. So, ich habe hier noch viel mehr in meiner Wundertüte, will euch aber natürlich nicht alles zeigen. Vielleicht nur noch mal, es geht nicht nur Holz oder Acrylglas, sondern auch Papier, logischerweise. Das hier ist jetzt eine Draufsicht von Lübeck, die einmal gelasert wurde. Und wir erkennen hier vielleicht schon, der Lasercutter kann sehr, sehr fein arbeiten. Unsere hat zum Beispiel 500 dpi. Wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, da kann man schon einiges machen. Und wenn man nicht nur schneiden möchte, sondern auch etwas gravieren, habe ich euch nochmal ein ganz, ganz tolles Bild mitgebracht. Und zwar dieses hier. Ich hoffe, ihr seht es. Genau.
Das Bild ist aus einer Pixelgrafik graviert und besteht einfach nur aus hellen und dunklen Punkten, ist also ein Binärbild, aber durch die ganz, ganz feinen Punkte haben wir hier auch Effekte, dass wir hellere und dunklere Brauntöne haben und nicht einfach nur ein Schwarz-Weiß-Binärbild im Auge wahrnehmen. Also, es ist jede Menge möglich. Der Fantasie sind eigentlich keine Grenzen gesetzt und wir haben schnelle Ergebnisse, weshalb der Lasercutter sehr, sehr gut geeignet ist, um zum Beispiel mit Schülerinnen und Schülern da durchzustarten und erste Designs zu machen. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Man muss das natürlich nicht nur einfarbig gestalten. Man kann auch zum Beispiel im Nachhinein die Hölzer lackieren. Hier haben wir mal so ein kleines Wappen von unserem FabLab-Logo gemacht. Oder was auch immer ganz schön ist, man kann mit unterschiedlichen Hölzern arbeiten. Das hier ist zum Beispiel mein Heimatdorf und ist einfach mit Pappel und Meranti. Und hier hinten, das ist tatsächlich gebeizt und zusammengesteckt. Von daher schaut euch gerne einfach mal auf Singleverse, Instructable und Co. um oder auf, im FabLab-Forum, in FabLab-Foren. Es gibt viele Ideen und die Hemmschwelle und die Bedienung ist wirklich einfach. Aber dazu kommen wir jetzt. Deswegen kriegt ihr jetzt meinen wunderschönen Bildschirm und ich habe natürlich auch wieder eine Präsentation für euch. Ja, wenn bei uns neue Leute ins FabLab kommen, stellen wir den Lasercutter ganz gerne mal als Hightech-Laubsäge vor, weil im Prinzip ist er genau das. Wir erinnern uns vielleicht alle an unseren Werkunterricht, als wir irgendwie versucht haben, krumme Sterne mit der Bandsäge auszuschneiden. Der Lasercutter kann genau das. Er kann 2D-Schnitte in Holz, Acryl, Papier, Pappe etc. machen und kann halt zusätzlich, was die Stichsäge jetzt nicht kann, noch gravieren. Aber fangen wir erst einmal an, was ist ein Lasercutter überhaupt und wie funktioniert er? Der Lasercutter hat eine Laserröhre, die meistens irgendwo verschlossen oder hinter einer Klappe in der Maschine zu finden ist. In dieser Laserröhre wird eben der Laserstrahl erzeugt. Dieser wird über Spiegel dann nach vorne zur Linse gebracht. An der Linse werden die Strahlen gebündelt. Diese Linse sitzt auf einem Kopf und diese Achse kann in X- und Y-Richtung verfahren. Da gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Größen an Lasercuttern, was der Werkbereich eben ist, also diese Verfahrwege von X und Y, wie viel Platz wir haben. Und dieses Z-Bett hier lässt sich auch in der Höhe verschieben, aber das machen wir nicht kontinuierlich, während der Laser läuft, sondern nur einmal am Anfang, damit eben unser Materialplan aufliegt und der gebündelte Laserstrahl, der ja hier durch unsere Linse geht, wirklich fokussiert auf unser Material kommt, denn wenn dieser Laserstrahl ins Material eindringt, wird er dort absorbiert, erhitzt das Material und verdampft es. Und je nachdem, wie stark die Leistung des Lasers eingestellt ist, wird es eben dann komplett durchgeschnitten oder es wird angeritzt oder angeschmuggelt, sodass man dann diese ganz typischen Gravurspuren sehen kann. Okay, wofür steht Laser überhaupt? Laser steht für Light Amplification by Stimulated Emission, da fehlt noch eins, of Radiation. Zu Deutsch also sowas wie eine Lichtverstärkung durch eine stimulierte Emission. Wo liegt jetzt, also keine Angst, wir machen hier keine Physikvorlesung. Ich habe nur einmal ganz, ganz kurz die Grundlagen für euch zusammengefasst, damit ihr versteht, was in dieser Maschine denn überhaupt funktioniert. Daher einmal, was ist Laserlicht überhaupt und wie unterscheidet es sich jetzt von einem Licht, was zum Beispiel durch eure Glühbirne oder die Sonne zu uns kommt? Bei einer Glühbirne haben wir Licht von sehr vielen verschiedenen Wellenlängen. Bei einem Laserstrahl ist das anders. Dort haben wir monochromatisches Licht. Das bedeutet, wir haben nur eine einzelne Wellenlänge. Diese ist zudem gerichtet und kohärent. Wenn wir uns an den Physikunterricht erinnern, kohärent bedeutet einfach, dass wir phasengleiche Elementarwellen haben. Da gab es dann immer so schöne Merksätze, da habe ich euch auch mal einen aufgeschrieben. Das bedeutet, wir haben eine feste Phasenbeziehung bei einer gleichen Frequenz. Wenn wir uns daran erinnern, es gab so wunderschöne Interferenzmuster mit so einem Doppelspaltversuch und diesen Amplituden. Wenn sich zwei Wellen einer unterschiedlichen Phase in den Amplituden treffen, addieren die sich, löschen sich aus. Das ist im Prinzip ja die Physik, die dahinter steckt, aber wie gesagt, das würde hier zu weit führen. Wenn euch das interessiert, habe ich noch einige Links, die dann unter diesem Video verlinkt werden, wo ihr euch das ganz genau einmal durchlesen könnt und wo ihr auch schöne Videos dazu anschauen könnt.
Einen kurzen Blick möchte ich jedoch noch in das Lasermedium geben, also die Laserröhre, die eben in diesem Bild war. Als Medium haben wir bei den Makerspace-Lasercuttern meistens ein CO2, also einen gasförmigen Stoff. Der ist jetzt hier durch diese blauen Punkte dargestellt. Wir haben einen Resonator, der aus zwei Spiegeln besteht, wobei einer dieser Spiegel halbdurchlässig für eine bestimmte Wellenlänge ist. Außerdem haben wir hier eine sogenannte Pumpquelle, die Energie in unser Lasermedium gibt, und natürlich hier wieder den Spiegel, der das Ganze dann irgendwie zu unserem Material leitet. Was steckt dahinter? Zauberwort sind eigentlich die Photonen. Wir haben die Pumpquelle, die gibt Energie in unsere Teilchen, die bekommen einen höheren Energiezustand, und wenn diese wieder zurückfallen in ihr normales Energieniveau, wird entsprechend ein Photon frei. Ja, es hat geklingelt. Das sollte natürlich nicht passieren, ist im Homeoffice ein typischer Fluch. Diese Photonen können dann entsprechend auch andere Teilchen treffen. Andere Teilchen treffen, die gehen dann ebenfalls wieder zurück. Und Moment, ich muss mich darum kümmern. Die treffen dann entsprechend auch andere Photonen und dann wird eine Photonlawine losgelöst, sodass wir viel Energie haben, die wir dann auf unser Material eintragen können. So, genug von der Physik, fangen wir an mit dem Maken. Was ihr wissen müsst, wenn ihr euch einen eigenen Lasercutter anschaffen möchtet, es gibt verschiedene, oder die Maschinen werden in verschiedene Laserschutzklassen eingeordnet. Und je nachdem, in welcher Laserschutzklasse euer Lasercutter eingeordnet ist, müsst ihr verschiedene Sicherheitsvorkehrungen treffen oder eben bedenken. Die Laserschutzklasse 1 sind eigentlich ja keine Lasercutter, mit denen man auch schneiden kann. Das bedeutet, der Laser ist in einem geschlossenen Gehäuse, und auch bei einer andauernden Bestrahlung befinden wir uns unter einem Grenzwert, sodass menschliche Materie nicht beschädigt wird. Also auch wenn wir diesen Laser ins Auge bekommen, passieren dort keine Schäden. Die Laserschutzklasse 2, in der sehr, sehr viele so kleine Desktop-Lasercutter mit einer geringen Leistung liegen, wo man vor allem dünne Sachen wie Papier, Pappe oder ganz, ganz dünne Sperrhölzer wie Pappel schneiden kann oder auch gravieren kann. Die Klasse 2, dort befinden sich alle, oder das Spektrum von sichtbarem Licht. Und der Richtwert ist hier, dass bei einer Bestrahlungsdauer von 0,25 Millisekunden, sobald das kleiner ist, keine Schäden zum Beispiel im Auge stattfinden. Kommen wir zur Schutzklasse 3. Das ist jetzt eine, in der die allermeisten Lasercutter tatsächlich liegen. Hier vielleicht, das ist eine abgekürzte Darstellung, um es einmal zu verdeutlichen. Es gibt dann auch noch M- und R-Klassen. Da will ich jetzt aber nicht genauer eingehen. Auch hier der Link in der Beschreibung zu den genauen ISO-Normen der Laserschutzklassen, die wollte ich euch aber entsparen. Laserschutzklasse 3 bedeutet eigentlich, dass man einen direkten Blick in den Laserstrahl möglichst vermeiden sollte, da er zu irreversiblen Augenschäden führen kann. Und was hier wichtig für euch zu bedenken ist, wenn ihr euren Lasercutter bei euch stehen habt: ihr dürft auf keinen Fall spiegelnde Oberflächen lasern, denn dann könnte der Laserstrahl reflektiert werden, in euer Auge fallen und dort Schäden verursachen. Alles, was nicht in den Klassen 1 bis 3 zuzuordnen ist, wird in Klasse 4 zusammengefasst. Das ist natürlich auch nicht augensicher. Und hier schädigt jetzt nicht nur der direkte Laserstrahl, der ins Auge fällt, sondern auch diffus reflektierende Strahlen. Hier auch wieder, das kann sogar zu Brandgefahr führen oder eben Schäden verursachen. Bei Lasern der Stufe 4 wird auch empfohlen, eine Schutzbrille zu tragen, aber die allermeisten Lasercutter befinden sich eher im Bereich von Klasse 2 oder 3. Dann gibt es auch noch verschiedene Laserarten, die beziehen sich auf das Lasermedium, was eben in der Röhre verbaut ist. Die allermeisten Laser in den Makerspaces sind CO2-Lasercutter. Wir haben bei uns zum Beispiel auch ein CO2-Lasercutter stehen. Unsere hat 100 Watt. Und diese
CO2-Laser zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch auf und sind zudem im Vergleich zu den anderen Arten günstig, aber auch effizient. Was findet man noch für Laser zum Laserkappen auf dem Markt? Das sind einmal die Neodym-Laser, die haben eine kleinere Wellenlänge und höhere Intensität als die CO2-Laser. Das bedeutet, sie sind auch in der Lage, Keramik oder Metall zu schneiden. Problematisch ist hier jedoch, dass die Teile schneller verschleißen und sie daher öfter gewartet werden müssen, weshalb sich das für einen Makerspace häufiger nicht lohnt. Als Alternative oder als Lösung dafür gibt es sogenannten Faserlaser. Dort ist ein Seed-Laser, also ein vorgeschalteter Laser, mit einem nachverschalteten Phasenverstärker, um eben diesen hohen Verschleiß zu reduzieren und trotzdem noch eine gute Laserleistung zu haben, um entsprechend Metall oder Keramik schneiden zu können. Ich persönlich war jedoch in noch keinem Makerspace, in dem ein Neodym- oder Faserlaser eingesetzt wird. Ich habe immer nur die CO2-Lasercutter kennengelernt. Ich wollte sie nur hier der Vollständigkeit halber einmal erwähnen. Gut, das OER-Camp richtet sich ja hauptsächlich an Lehrkräfte, die das für Schülerinnen und Schüler machen möchten. Deswegen habe ich mich mal auf die Suche gemacht, welche Lasercutter sind denn geeignet, um sie in der Schule einzusetzen. Und hier bin ich tatsächlich auf eine sehr, sehr gute Seite gestoßen von einem Schweizer Lehrer, der sich die URL Lasercutter in der Schule, die sehr aussagekräftig ist, zu sichern. Und dort findet sich verschiedene Vergleiche über die Lasercutter. Sonst ein weiterer guter Vergleich von verschiedenen Herstellern aus dem Jahre 2020 ist auch All3DP, habe ich euch hier verlinkt. Und natürlich nicht zu vergessen, wir erinnern uns an den allerersten, nee, das war der zweite Talk, die FabLab Inventory List, wo verschiedene Lasercutter aufgelistet sind, die in FabLabs bereits Anwendung finden oder eben verwendet werden können. Schauen wir uns doch mal einfach die, ja, das hätte ich vorher machen können, diese Liste hier an von Lasercutter in der Schule. Er hat eine Tabelle zusammengefasst, in der er hier diese verschiedenen Lasercutter aufgelistet hat. Er hat mit Nutzern gesprochen, die den bereits verwenden und hat für sich hier dann ein Fazit gezogen und Pro und Kontras gesetzt. Wenn man hier ein bisschen weiter guckt, sieht man zum Beispiel auch, dass er die Laserschutzklassen beschrieben hat. Ich sehe es gerade natürlich nicht mehr. Aber hier Laserklasse 4 zum Beispiel, Laserklasse 1. Das heißt, hier könnt ihr euch dann immer ein bisschen daran orientieren. Zudem hat er dann für diese gewählten Geräte hier noch einmal eine Liste mit Vor- und Nachteilen gemacht. Wenn ihr also für eure Schüler einen Lasercutter suchen möchtet, schaut hier doch mal vorbei, vergleicht sie. Alternativ haben wir hier noch die andere Website, wo eben auch einige Lasercutter aufgelistet sind und positive und negative Punkte mit beschrieben sind. Okay, gehen wir weiter. Genau, das ist eben diese Liste. Wichtig zu wissen, welche Materialien könnt ihr mit einem CO2-Laser schneiden und welche solltet ihr besser nicht schneiden und wo solltet ihr darauf achten, dass euer Lasercutter das auf jeden Fall schafft von der Leistung, weil man damit eben die meisten Projekte umsetzen soll. Geeignet sind alle möglichen Sperrhölzer, ganz beliebt sind dort Pappel, Birke oder eben MDF. Außerdem Acrylglas. Hier müsst ihr aber aufpassen, es geht wirklich nur originales PMMA-Acrylglas. Im Bauhaus wird häufiger auch sogenanntes Bastlerglas verkauft. Das besteht jedoch aus einem anderen Kunststoff und kann im Lasercutter nicht geschnitten werden. Das fängt dann an, irgendwie zu schmelzen, wird ganz schwarz und stinkt ganz schrecklich. Wenn euch das passiert, ist es kein PMMA-Acrylglas. Deswegen achtet beim Kauf immer darauf, einmal ins Datenblatt zu gucken, dass das wirklich PMMA-Acrylglas ist. Dann geht natürlich auch Papier und Pappe, aber auch Leder oder Textilien. Hier habe ich zum Beispiel mal ein kleines Lederstück, wo wir so eine Tabelle mit verschiedenen Parametern mal ausprobiert haben. Was man zu Leder sagen muss, es sollte auf jeden Fall nachbehandelt werden mit einem entsprechenden Radiergummi, um die Schmauchspuren zu entfernen. Und es stinkt schon ganz schön. Also wenn ihr reinkommt und das riecht sehr nach totem Tier, ist vielleicht gerade Leder in euren Lasercutter gelasert worden. Hier rechts auf dem Bild sieht man nochmal einige Exponate aus verschiedenen Materialien. Das hier ist zum Beispiel so eine Brille aus Pappe. Hier das Papierbild aus Lübeck, Acrylglas und ein Miranti und ein MDF-Sperrholz.
Jetzt haben wir darüber geredet, was geeignet ist. Doch was solltet ihr möglichst vermeiden, in eurem Lasercutter zu verputzeln, wenn ihr euch da nicht sicher seid? Bei den Herstellern der unterschiedlichen Lasercutter gibt es immer eine Liste, in der steht, welche Materialien ihr mit dem jeweiligen Laser schneiden dürft oder empfohlen wird, welche nicht und welche nur mit weiteren Schutzmaßnahmen gelasert werden dürfen. Schaut da auf jeden Fall mal rein, bevor ihr irgendwas in euren Lasercutter schmeißt oder schaut in das Material, was da denn so frei wird, wenn es verdampft. Ungeeignet sind zum Beispiel verleimte Sperrhölzer, da der Kleber giftige Gase produzieren könnte, die man nicht einatmen möchte. Dann das eben angesprochene Bastlerglas, aber auch PVC oder ganz schlimm ABS. Bei ABS wird zum Beispiel Blausäure frei, das möchte man auf keinen Fall einatmen. Und natürlich auch Sachen wie Styropor, also Sachen, die leicht entflammbar ist, möchte man nicht in den Lasercutter packen, aber auch Metalle, die irgendwie reflektieren können. Wir erinnern uns an Laserschutzklassen, wir möchten keine diffusen Laserstrahlen in unser Auge bekommen. Als kleinen Merksatz, nichts, was brennt, stinkt oder spiegelt, wobei stinkt hier, ja, Sperrholz stinkt auch schon, aber dann halt eher nach Lagerfeuer. Gut, wie sieht das Ganze denn jetzt eigentlich aus und wie können wir den Lasercutter einstellen? Im Prinzip gibt es zwei Parameter, die wir einstellen. Das ist einmal die Vorschubgeschwindigkeit, also wie schnell wir diese Laserlinse verfahren. Und es gibt die Leistung. Die ist häufig prozentual zur maximalen Laserleistung angegeben. Bei uns haben wir zum Beispiel einen 100 Watt CO2-Laser. Bedeutet, wenn wir mit 50% Leistung fahren, haben wir entsprechend noch 50 Watt, das auf unser Material einwirkt. Hier empfehlen wir immer unseren Lasercutter-Nutzern, als allererstes so ein Template zu machen. Das seht ihr hier. Und da mal einfach die verschiedenen Parameter auszuprobieren. Es gibt immer separate Einstellungen für Schnitte. Das bedeutet, wir wollen komplett durch das Material durchschneiden. Oder Gravuren. Das bedeutet, wir möchten Flächen, die von Kanten eingeschlossen werden, vollständig ausfüllen und gravieren. Hier ist einmal ein Beispiel für Leder mit den verschiedenen Eigenschaften. Hier seht ihr die Vorschubgeschwindigkeit für die Gravur und die Leistung für die Gravur. Bedeutet 20% Laserleistung, 20 Watt Laser auf das Material ergibt diese Kanten. Und beim Schnitt sehen wir auch hier bei, das ist immer die minimale und maximale Geschwindigkeit des Lasers und entsprechend hier mit, ach nee, die hier, er hat es andersrum gemacht. Okay, das ist natürlich doof. Hier ist die Leistung und hier ist die Geschwindigkeit, einmal die maximale und hier die minimale. Bei unserem Lasercutter wird die minimale immer um 1% kleiner als die maximale gemacht, einfach weil er in den Ecken ein bisschen langsamer fährt und dann weniger Leistung aufs Material geben soll, um trotzdem einen gleichmäßigen Schnitt zu erhalten. Gut, was wir hier sehen, ab dieser Stärke, also hier 50 Geschwindigkeit und 50% Leistung, schafft er es, das Leder aus diesem Werkstück hier rauszutrennen. Vorher ist es noch irgendwie unten fest, das heißt, es kann nicht rausgebracht werden. Was wir hier haben, ist so ein kleines Exempel, wo wir einfach mal, ja, da sieht man extrem wenig, gehen wir auf ein späteres, wo man verschiedene Gravurparameter sehen kann und haben hier einfach verschiedene Formen einmal draufgelasert. Da sehen wir, wenn wir ganz leicht gravieren, sieht man kaum was hier auf dieser Birke, die das ist. Und je stärker wir werden, desto schwärzer wird das Ganze am Ende auch. Beim Lasercutter sind solche Schmauchspuren ganz, ganz typisch. Die sieht man zum Beispiel hier. Oder hier diese Ränder sind auch so ein bisschen verkohlt. Das kommt einfach durch die Schmauchspuren vom Schneiden, weil unser Material verdampft ja. Wenn es verdampft, rußt es oder beziehungsweise das Holz rußt dann und dann entstehen hier diese dunklen Schnittkanten. Die möchte man meistens nicht haben. Und deswegen gilt der Merksatz, so wenig Leistung wie möglich aufs Material zu bringen, um eben diese Schmauchspuren möglichst reduzieren zu können. Es gibt auch die Möglichkeit, oder einige FabLabs machen das so, mit einer Folie zu arbeiten, die entsprechend über das Holz gelegt wird, die man dann einfach abziehen kann mit den ganzen Schmauchspuren. Allerdings haben wir da die Erfahrung gemacht, dass diese Folie sehr leicht ausfranst und dann überall im Lasercutter hängt und dass die Wartung und Säuberung sehr, sehr intensiviert. Deswegen lassen wir das mit der Folie und schleifen dann gegebenenfalls die Schmauchspuren nochmal ab, wenn wir sie nicht haben möchten. Okay, welche Dateien braucht der Lasercutter jetzt? Ich hatte eben schon gesagt, wir können einmal das Material durchschneiden oder wir können das gravieren.
Zum Schneiden benötigen wir immer eine Vektorgrafik. Eine Vektorgrafik ist ein definierter Pfad, den der Lasercutter abfahren kann, um dort eben zum Beispiel ein Viereck rauszuschneiden. Das sind also wieder geometrische Formen, die ja oder Linien, die an den Punkten abgefahren werden. Ganz anders bei der Gravur. Dort können wir natürlich auch Vektorgrafiken gravieren. Wenn wir uns ein Viereck vorstellen, ist einfach immer dann die ganze Fläche in dieser Kontur mit ausschraffiert. Aber wir können auch Pixelgrafiken gravieren, also JPG oder PNG-Bilder, wie hier dieses Lübeck-Bild, und dann auch sehr, sehr schöne Muster und Bilder erzeugen. Ich mache noch einmal einen kurzen Exkurs in die Pixelgrafiken oder Vektorgrafiken. Daher, wo ist der Unterschied bei diesen beiden Bildern? Hier sieht man den jetzt nicht. Links handelt es sich um eine Pixelgrafik und rechts um eine Vektorgrafik. Wenn wir jetzt aber ranzoomen, sehen wir einen sehr gewaltigen Unterschied. Und zwar bei der Pixelgrafik haben wir hier dieses typische verwaschene Bild. Wir haben einzelne Pixel, die hier grün und weiß oder hier entsprechend grau sind. Und bei der Vektorgrafik haben wir, wenn wir ranzoomen, scharfe Kanten. Das heißt, wir können diese Grafik beliebig skalieren und haben trotzdem noch unsere scharfen Konturen, die der Lasercutter abfangen kann. Als Dateiformate sind einmal für die Pixelgrafiken die ganz Standard, die eigentlich jeder kennt, JPG, PNG etc. Und bei der Vektorgrafik haben wir hauptsächlich SVG und DXF. Hier muss man vielleicht noch dazu sagen, einige oder viele Lasercutter unterstützen dieses SVG-Dateiformat nicht. Unserer beispielsweise auch nicht. Und gerade bei der Arbeit mit Schülern würde ich immer empfehlen, dass ihr euch einen Lasercutter sucht, der das SVG-Format unterstützt. Weil mit diesem Format ist es deutlich einfacher zu arbeiten und auch deutlich einfacher, eigene Grafiken umzuwandeln, wie mit dem DXF-Format. Aber dazu später noch mehr. Denn wie einfach das ist, eine eigene Datei jetzt überhaupt zu erstellen, möchte ich euch einmal zeigen. Zum Ersten möchte ich eine Vektorgrafik mit Inkscape erstellen. Wichtig ist, dass ihr in den Dokumenteneinstellungen beim Speichern am Ende eine metrische Einheit wählt und keine pixelorientierte, sonst habt ihr wieder kein Vektorbild. Als kostenfreie Software für Vektorgrafiken gibt es beispielsweise Inkscape. Hier ist einmal das Logo. Verlinke ich euch auch einmal unter diesem Video, könnt ihr euch runterladen. Oder die kostenpflichtigen Alternativen, die vielleicht auch viele von euch kennen und bereits besitzen, ist einmal Adobe Illustrator oder CorelDRAW. Es gehen natürlich auch normale CAD-Programme, die wir in den letzten Stunden schon besprochen haben, wie Fusion 360, Tinkercad oder OpenSCAD. Hier wichtig, ihr müsst ein Vektorformat exportieren, zum Beispiel das DXF-Format. Allerdings muss man hier sagen, zum Beispiel bei Fusion 360, es kann nicht so gut mit Vektorgrafiken umgehen, weil dort sehr, sehr viele Punkte erzeugt werden. Und wenn ihr große Vektorgrafiken in Fusion 360 erzeugt, bleibt das Programm häufiger mal hängen oder wird einfach weiß. Das fängt sich meistens nach der Zeit wieder. Also geht euch einen Kaffee holen, dann wird das schon wieder. Aber wenn ihr wirklich ganz ausgefallene Kunstwerke erschaffen möchtet, geht lieber auf ein Vektorprogramm wie Inkscape, CorelDRAW oder Illustrator und macht so etwas nicht in Fusion oder Tinkercad oder OpenSCAD. Sowas ist dann wirklich eher für technische Konstruktionen da, wie irgendwelche, ja gut, so Fingernasen haben auch sehr viele, aber irgendwelche einfach nur Vierecke oder Smileys oder Gehäuse mit entsprechenden Aussparungen. Gut, wie man jetzt eine Pixelgrafik ganz einfach in eine Vektorgrafik umwandeln kann, zeige ich euch einmal anhand des Logos. Ich suche einmal mein Inkscape. Wo ist denn mein Inkscape? Da ist mein Inkscape. Ich habe euch hier die Pixelgrafik des OER-Camp-Logos schon reingeladen. Wenn wir reinzoomen, sehen wir, wir haben hier wirklich nur Pixel, das heißt keinen definierten Pfad, den wir abfahren können. Und Inkscape hat die Möglichkeit, hier einfach über Pfad Bitmap nachzeichnen, so eine Vektorgrafik zu erstellen. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, entweder den Helligkeitsschwellwert, die Kantenerkennung oder die Farbquantisierung zu nehmen. Das kommt natürlich immer ein bisschen auf das Bild an, was ihr habt. Faustregel, es sollten möglichst einfache Bilder sein, die ihr umwandelt. Im Lasercutter habt ihr ja auch nur entweder Laser an oder Laser aus, beziehungsweise in den verschiedenen Stärken noch. Aber
ihr braucht ein klares Signal. Bedeutet am besten einfach ein Binärbild oder hier zwei Farben, die ihr umwandeln könnt. Wenn ihr das hier öffnet, solltet ihr immer die Live-Vorschau einmal aktivieren. Denn dann seht ihr hier, wenn ihr zum Beispiel den Schwellwert jetzt umstellt, zack, jetzt ist alles schwarz, was sich ändert. Und wenn ich jetzt hier ganz runtergehe, sehen wir, wie zum Beispiel diese Klebestreifen nach und nach verschwinden. Wenn ich hier den Schwellwert wieder etwas höher einstelle, sehen wir, dass die Klebestreifen wieder auftauchen, aber hier dafür die Löcher ein wenig kleiner werden. Ja, ich möchte das jetzt einfach so einmal bestätigen und dann kann ich dieses Fenster auch wieder schließen. Ich ziehe mir das hier einmal zur Seite, dass ihr das besser sehen könnt. Und wenn wir jetzt hier reinzoomen, sehen wir, dass wir eine klare Kante haben und nicht, wie jetzt bei dieser Pixelgrafik, das verwaschene Bild. Ob das mit der Vektorgrafik geklappt hat, könnt ihr auch immer ganz einfach testen, indem ihr dieses Fenster Füllung und Kontur anwählt und die Füllung zum Beispiel einfach einmal schließt oder entsprechend die Farbe ändert. Ich mache das jetzt mal genauso grün wie unser Logo. Hier gibt es so eine Pipette, wo ihr das wählen könnt. Entsprechend könnt ihr hier zum Beispiel auch noch eine Kontur anwählen, die dann um euer Objekt drum ist. Das müsst ihr aber nicht machen, um es im Lasercutter bearbeiten zu können. So, wie bekommen wir das Ganze jetzt in den Cutter? Wir können es einfach einmal speichern unter. Und unser Lasercutter kann jetzt leider kein SVG, deswegen nutzen wir das DXF-Format. Das DXF-Format wurde damals von Autodesk für AutoCAD entwickelt, ist schon ein sehr, sehr altes Format. Und hier, wenn wir das abgespeichert haben, fragt er uns nach der Basiseinheit. Hier wichtig, eine metrische Einheit zu nehmen, zum Beispiel Millimeter, die eignen sich oder sind eigentlich Standard. Und dann könnt ihr das bestätigen. Achso, ich hatte es schon mal Zeichnung.dxf genannt, weil das ein sehr kreativer Name ist. Wählt was Besseres. Und jetzt kann ich einfach mal in die Steuerungssoftware für den Lasercutter gehen. Bei uns im FabLab haben wir ein Thunderlaser-Gerät stehen, also ein China-Lasercutter. Und die zugehörige Software heißt AdiWorks. Die Software ist dann natürlich bei euch, wenn ihr einen anderen Lasercutter habt, leicht unterschiedlich. Aber vom Ding her machen sie alles etwas Ähnliches. Wir können hier zum Beispiel unsere Supported Files, unsere DXF-Dateien importieren. Hier auch ganz wichtig, einmal in der Preview gucken, ob das alles so passt. Und wenn wir das öffnen, sehen wir hier direkt, ich mache das mal schwarz, damit man auch irgendwas sieht, dass unsere OER-Kämpflamme eingebracht ist. Jetzt kriege ich euch hier weg. Ja. Möchten wir ja nicht alles schneiden, weil dann würde hier diese Schere zum Beispiel einfach rausfallen aus dem Objekt. Daher kann man sich unterschiedliche Layer definieren und dann sagen, dass dieses bestimmte Layer nur graviert werden soll und nicht geschnitten. Um das zu machen, wähle ich jetzt zum Beispiel einfach mal alles aus, was später geschnitten werden soll. Bedeutet, oh, das war die falsche Taste, diese Außenkontur und das OER-Keim und lege es mir zum Beispiel auf ein grünes Layer. Alles andere, wenn wir das, oh, das war der falsche, wenn wir das jetzt einmal ausblenden, jetzt ist es weg, können wir uns zum Beispiel auswählen und können es uns auf ein blaues Layer legen. So, wenn wir das jetzt wieder, genau, falsch rum, Output, yes. Wenn wir uns das jetzt hier angucken, sehen wir, dass diese grüne Linie geschnitten wird und diese blaue Linie entsprechend graviert. Wenn das am Anfang nicht so eingestellt ist, kann man hier zum Beispiel einen Doppelklick drauf machen und im Processing Mode Cut oder Scan auswählen. Cut bedeutet, dass wir die Linie durchschneiden möchten, also dass die Konturen nur abgefahren werden sollen. Und wenn wir auf das blaue Layer gehen, Scan bedeutet, dass innerhalb dieser Kontur, die wir definiert haben, der ganze Bereich schraffiert werden soll. Ja, die englische Übersetzung ist teilweise nicht so ganz nett, so if blowing, aber wenn ihr hier eine Software nehmt, die für Schüler besser geeignet ist, sollte sie auch intuitiver bedienbar und zum Beispiel auch gut auf Deutsch verfügbar sein. Wir können hier jetzt noch einmal die Min-Power und die Max-Power auswählen. Vor allem beim Schneiden ist uns hier wichtig, wir haben Min-Power 69 und Max-Power 60, damit wir eben in den Kurven eine konstante Laserleistung haben. Ich möchte jetzt aber dieses Blaue hier tatsächlich gar nicht gravieren, sondern ganz leicht nur anritzen.
dass man eben auch nur diese Linie abfährt, aber eben trotzdem die Konturen sehen kann. Dafür stelle ich hier die Leistung einfach ein, also gehe im Speed zum Beispiel auf Gravureinstellungen für ein Pappelholz, zum Beispiel hier 150 mm die Sekunde und eine Power von, kommt jetzt drauf an, was man hat, aber ja, nehmen wir mal 20%. Und fürs Schneiden wäre das jetzt hier zum Beispiel für eine einfache Pappel ein Speed von 40 bei unserem Lasercutter und eine Power von 60. Wenn ich das jetzt bestätige, sehe ich, dass dieses hier nur graviert wird oder in dem blauen Layer und das andere geschnitten wird. Ich kann mir das Ganze einmal simulieren, indem ich hier dann auf Simulation klicke und sehe dann, dass erst geschnitten wird und dann im Anschluss diese Gravurlinie abgefahren wird. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, weil wenn ich das hier durchgeschnitten habe, kann es sein, dass mein Werkstück rausfällt und sich leicht verschiebt. Und dann haben wir eine Scherung in unserem Material drin und das Bild, was wir draufzeichnen, sieht nicht mehr so aus, wie wir das eigentlich wollten. Das heißt, wir könnten hier diese Layer zum Beispiel einfach umdrehen. Und damit ihr nochmal den Unterschied seht, stelle ich das hier nochmal auf Scan. Zack, macht die Simulation an. Und wenn wir das jetzt simulieren, sehen wir, dass er jetzt die Konturen schraffiert, Stück für Stück. Und wenn er mit dieser Schraffur fertig ist, also mit allen Schraffuren hier fertig ist, fährt er entsprechend dieser Außenlinie lang und löst unser Logo aus dem Material heraus. Hier sehen wir dann auch immer gleich, wie viel Zeit der Laser theoretisch braucht. Es ist jetzt eine Total Time von 20 Minuten. Wir haben aber auch ein sehr, sehr großes Logo. Wenn wir uns das hier angucken, das hat jetzt, das ist, glaube ich, genau, das hier ist die Größe, 26 mal ja, 25 Zentimeter. Und wir haben hier sehr viele Flächen graviert. Wenn wir das jetzt zum Beispiel einmal umstellen in Cut und uns die Simulationszeit nochmal angucken, sehen wir, auf einmal braucht er schon nur noch 2 Minuten. Das liegt einfach daran, dass er die jetzt nicht mehr schraffieren muss, sondern einfach langfahren kann. Wir sehen jetzt, dadurch, dass wir die Layer umgestellt haben, dass er erst das Innere macht und dann die äußeren Konturen abfährt. Bei unserem Lasercutter kann man hier zum Beispiel noch einmal diese Cut Optimize machen und sagen, dass er von innen nach außen schneiden soll, damit eben nicht diese inneren Strukturen graviert werden, nachdem er die äußere schon ausgewählt hat. Das ist eigentlich immer sinnvoll zu machen. Okay, so viel zum Lasercutter oder zur Erstellung von Dateien für Lasercutter. Wie ihr seht, so schwer ist das überhaupt nicht. Es gibt natürlich auch einige Online-Konverter, wie ihr Pixelgrafiken in Vektorgrafiken umwandeln könnt. Zum Beispiel hier Convertio oder Vectorization. Ja, das ist meistens in der Dateigröße limitiert, weil es eben kostenfrei zur Verfügung steht. Und man hat nicht die Möglichkeit, in der Software dann selbst etwas nachzubearbeiten. Wenn wir uns das in Inkscape zum Beispiel einmal anschauen, können wir hier uns die verschiedenen Punkte ansehen. Und könnten hier zum Beispiel diesen Vektorpfad auch verändern. Der Vektorpfad ist einfach durch sogenannte Spline-Kurven definiert. Das heißt, wir haben hier unsere Fixpunkte und wir haben Kontrollpunkte, über die wir die Neigung einstellen können. Und wenn da bei der Umwandlung irgendwas nicht geklappt hat, könnt ihr hier immer noch eure Datei einmal nachbearbeiten und kleine Schönheitskorrekturen durchführen. Ist meistens einfacher, als es komplett nachzuzeichnen. Ihr könnt natürlich auch den ganzen Vektorpfad per Hand nachmalen. Das funktioniert auch. Okay. Dann vielleicht, was ich war vor 2 Jahren, glaube ich, mal in einem Vortrag über SVG-Dateien hier auf der Metanook der Uni Lübeck. Da hat Malte Schmitz einen Vortrag über dieses Format gehalten. Und das fand ich so cool, dass ich euch das einfach einmal mitgeben möchte, weil man das zum Beispiel auch gut im Informatikunterricht durchnehmen kann. Und zwar ist das SVG-Format, also dieses Vektorformat, einfach XML-basiert. Das bedeutet, wir haben hier unsere einfachen geometrischen Formen, wie zum Beispiel einen Kreis, den wir kodieren können, um es dann abzufahren. Das hier ist jetzt das Programm Brackets. Ja, das ist ganz weit unten. Und hierfür gibt es ein entsprechendes, es ist auch frei verfügbar. Hier gibt es ein entsprechendes Plugin, sodass man direkt die SVG-Grafiken, die man hier schreibt, sehen kann. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel, wie hieß das, fill gleich
Aqua oder was auch immer nehmen, sehen wir zum Beispiel, dass wir die Farbe einwählen können oder wir können jetzt andere Mittelpunkte erzeugen, andere Radien einstellen. Das ist die Größe der gesamten SVG-Datei. Hier kann man sehr, sehr schön ein bisschen rumspielen und das Format einfach lernen zu verstehen und selbst zu verstehen. Gut, das aber nur ein ganz, ganz kurzer Exkurs. Damit könnte ich wahrscheinlich ein komplett eigenes Camp füllen. Deswegen gehen wir jetzt mal schnell weiter. Wenn euch das Thema interessiert, hier habe ich euch nochmal den Vortrag von Malte verlinkt. Kann ich wirklich nur empfehlen. Am Ende geht er auch auf das Animieren von SVG-Dateien und so ein. Fand ich sehr, sehr cool. Noch ein Wort zu Boxen aus dem Lasercutter. Ich hatte schon angesprochen, dass Fusion beispielsweise einige Probleme hat, wenn man versucht, diese Boxen als DXF oder als Skizze zu zeichnen, weil einfach sehr, sehr viele Punkte entstehen. Daher gibt es einige Hilfen, die man sich im Internet angucken kann. Wir nutzen zum Beispiel immer makeupcases.com, denn damit kann man diese verschiedenen Boxen einfach generieren. Also hier zum Beispiel die Nasen, da kann man dann die Breite des Materials eingeben, die Nasenlänge, ob das so eine T-Form haben soll oder einfach glatte Nasen sein sollen, kann das dann einfach als SVG oder DXF exportieren und in sein CAD-Programm oder in die Lasercutter-Software reinladen. Ich mache es persönlich immer ganz gerne so, dass ich mir dann die DXF zum Beispiel nochmal in Fusion 360 lade und dass ich da dann kleine Aussparungen hier zum Beispiel wie für so Schalter etc. reinschneide und zwar mit den richtigen Dimensionen, dass das Gehäuse dann auch am Ende zu meiner Schaltung passt. Okay, hier ganz zum Schluss, wir sind gleich fertig, keine Angst, habe ich euch nochmal die Kriterien für einen Lasercutter in der Schule zusammengefasst, auf was ihr achten solltet, wenn ihr wirklich für eure Schülerinnen und Schüler einen Lasercutter anschaffen möchtet. Diese Seite habe ich auch wieder von dem Schweizer Lehrer mit übernommen, diese Punkte, weil er sich da einfach sehr gut mit beschäftigt hat und das auch tatsächlich schon mit Schülern ausführt. Ich bin kein Lehrer, das heißt, diese Erfahrung fehlt mir. Aber es sollte auf jeden Fall die Sicherheit gewährleistet sein. Die Software sollte möglichst anwenderfreundlich sein. Das heißt, ihr solltet darauf achten, dass eine SVG-Unterstützung mit dabei ist, weil das das Leben oder das Erstellen von Dateien doch deutlich einfacher macht, da auch bei der Umwandlung oder beim Abspeichern von dem DXF-Format häufiger nochmal kleine Fehler passieren. Dann sieht eure Vektordatei in Inkscape vielleicht super aus, aber sobald ihr sie als DXF abspeichert und in eure Cutter-Software ladet, hat das nicht mehr viel damit zu tun, was ihr eigentlich konstruiert habt. Das passiert jedenfalls bei uns ganz gerne mal. Dann natürlich der Bauraum oder die Bearbeitungsfläche des Lasercutters. Er schlägt hier vor 300 mal 200 mm mindestens. Unser Lasercutter ist jetzt sehr groß. Am Anfang im Bild hatten wir den gesehen. Der hat jetzt 1300 mal 900 mm, sodass man da auch ordentliche Platten mit bearbeiten kann. Worauf ihr achten solltet in der Materialauswahl ist, dass ihr Pappe in 6 mm, Birke in 3 mm oder MDF in 4 mm auf jeden Fall schneiden können solltet und Acryl entsprechend mit 4 mm. Nice to have ist kein Must have. Mit Acryl kann man sehr, sehr viele schöne Designs machen oder auch Gehäuse, wo man dann seine Schaltung innen drin blinken sieht, was auch immer sehr, ja, sehr lehrreich und ansehnlich ist. Genau, deswegen würde ich auch immer empfehlen, dass ihr schaut, dass man Acrylglas verarbeiten kann. Dann solltet ihr darauf achten, dass man einen Support erreichen kann. Gerade viele China-Lasercutter haben in Deutschland keine Niederlassung und dementsprechend auch nicht die Möglichkeit, einen Support vorbeizuschicken. Wenn ihr am Lasercutter selbst Arbeiten durchführen möchtet, braucht ihr entsprechend einen Laserschutzschein. Wir haben das Glück, wir haben bei uns in Hamburg ja DESI, wir haben einige Mitglieder oder unsere Mentoren vom Lasercutter haben diesen Laserschutzschein und können entsprechend auch selbst Wartungsarbeiten durchführen. Aber hier müsst ihr darauf achten, dass ihr am besten einen Support in Deutschland erreichen könnt, der euch im Problemfall auch weiterhelfen kann. Dann sollte ein Feinstaubfilter im Gerät vorhanden sein, wenn ihr keine eigene Absaugung habt. Und vom Preis, vielleicht nochmal am Ende, liegt es ungefähr bei 2.000 bis 5.000 Euro für einen Lasercutter. Also, warum solltet ihr euch einen Lasercutter zulegen? Man hat schnelle Ergebnisse. Das ist meistens im Minutenbereich, gerade für so eine kleine Box oder so, die lasert 5 bis 10 Minuten, dann ist die fertig und ihr müsst keinen Tag auf eure Teile warten. Ihr könnt sehr, sehr einfach eure Dateien erstellen, indem ihr einfach wie auf ein Blatt Papier eure Linien zeichnet
Und ihr könnt mit dem Lasercutter sowohl künstlerische als auch technische Konstruktionen durchführen. Außerdem ist die Bedienung sehr, sehr schnell erlernbar und auch einfach zu erlernen. Wie gesagt, bei uns im FabLab ist es das Gerät mit den allermeisten Einweisungen. Und ihr habt auch günstige Grundmaterialien, so eine Platte, Pappelsperrholz, ist nicht wirklich teuer. Ist beim 3D-Druck jetzt das Filament auch nicht, aber wenn man da an Fräsen oder Aluminium denkt, befindet man sich dann in ganz anderen Bereichen. Ja, fragen wir nochmal den Profi, beziehungsweise den Lehrer, da ich keiner bin. Er hat nochmal Kompetenzen für den Lehrplan 21 aufgeschrieben, die mit einem Lasercutter erworben werden können. Schaut euch das gerne mal an, wenn ihr euren Direktor etc. überzeugen müsst. Vielleicht findet ihr hier einige Punkte, die euch weiterhelfen. Und dann sind wir für diese Woche mit dem Lasercutter durch. Nächste Woche geht es nochmal roundabout Make Almost Anything. Welche Geräte sind noch sehr nützlich in einem Makerspace oder eignen sich zum Beispiel auch für eine Schulklasse, wie ein Vinylcutter, eine Heatpress, um T-Shirts machen zu können. Daher freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid zu unserem allerletzten OEN-Camp. Und dann bis nächste Woche.